Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eile 17. Zurück auf der Südhämmer, noch mit mir heute im Start wieder. Der Banause, hallo Banause. Hallo. Und der Anaholik. Moin moin. Der ein kleines Problem hat mit Gülle. Ja. Mit Kacke. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Mist. Dann bist du besoffen? Viel in der Brauerei gewesen, oder wie? Zu viel an der Gärung geschnüffelt. Dings auch gerade, ja. Dann ist hätte man das Stroh so weit wegfahren muss, da brauche ich mehr Sprit, als das Stroh einbringt. Hier dürfte Strohverkauf sein, hoffe ich doch mal. Hier kann ich nicht. Ja, will ich mich denn verarschen oder wie? Was ist denn das jetzt für ein Quark da? Kann ja nicht hier sein, das kann ja wohl gar nicht sein, oder? Ne, Stroh wird hier nicht angenommen. Ganz unten im Süden stand was mit Stroh-KW, aber keine Ahnung, was das ist. Ja, Strohkraftwerk, ja, aber das ist ja noch weiter weg wie der Landi. Einfach mal kurz rein. Mein Freund da will mich hier nicht auskippen können, aber vielleicht kriege ich mit dem Ladewagen einen Trigger. Ladewagen kriege ich hin, Trigger. Und mein Frontlader kann ich hier nicht abladen. Ah. Wollen wir jetzt eigentlich das Geld her? Ich hab die erste Fatigue gerade. Ah, okay. Krieg mein Stroh nicht mehr aus der Schaufel raus. Will ich mich denn echt veräppeln hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vorher konnte ich es überall nachgeben, jetzt kann ich es nicht mehr abladen. Ach, hier geht's auf einmal wieder. Mittel, na ja, gut. Dann machen wir es einfach im Ladewagen wieder rein. Jetzt fahr doch weg, sieh nicht, dass ich hier Stroh einsammle, du Depp. Mein Gott, echt. Hauptsache drüber rumfahren, oder? Ja, schreit jetzt mal die Autofahrer an. Ja, so ein Volltrottel. Also beim Gartencenter werden wir sich schon mal nicht los. Dann wird's bei der anderen auch nix. Fahren zum Händler, dann müssen wir Ich wollte gerade googeln, aber du hast gesagt, wir starten jetzt wieder. Das Problem ist halt, dass das Spiel einen Unterschied macht mittlerweile zwischen Gülle und Gärreste. Böses Spiel. Das heißt, wir können die Gärreste wirklich nur auf Tag schmeißen, dann mit dem Güllefass. War das fast zum Hintern verkaufen muss. Hatte ich nicht irgendwas gelesen mit den Gärresten? Oder war das bei einer anderen Map? Also ich habe jetzt gerade in die Beschreibung von der Map reingeschaut und da stand nichts drin. Da war eine andere Map. Da stand nichts drin. Ich habe jetzt mir extra gerade nochmal
Wir haben jetzt extra gerade mal zwischen der Aufnahme kurz kleine Pause gemacht und ich habe nochmal nachgeschaut. Wie gesagt, da stand echt nichts drin. Naja. Was dreschst du gerade ab? Sojabohnen. Ich habe gerade kurz einen Helfer, weil ich kurz zur Brauerei fahre. Soja ist gut, weil das, dann können wir das nämlich Dieselfabrik auffahren, dann müssen wir nur noch anders. Hey! Raudi! Ich wette mit einem Kratzer im Lack. Darf man eine Anzeige machen? Na ehrlich. Furchtbar die Autofahrer, gell? Bitte? Furchtbar die Autofahrer. Ja, ehrlich. Können wir mal ausweichen, wenn ich im Gegenverkehr fahre. Was dann immer soll, ey. Naja. So macht es eigentlich echt auch keinen Sinn, den Stroh einzusammeln. Das ist ja voll mehr Sprit, der Hochfahrer bin. Ah. Ja, jetzt fehlt nur noch Wasser und Hopfen. Der Hopfen haben wir auch anpflanzt. Ja. Den Anhänger zurücksetzen wird nichts bringen, oder? Bringt insofern nichts, weil du einen Traktor brauchst. Ja, ich stehe ja hier schon beim Händler. Ach so, aber dann leer ist. Oh, das könnten wir probieren, das ist eine Idee, ja. Das ist eine Idee. Probier's. Ja, gerade dabei. Keine Berechtigung für diese Aktion. Was? Ich wusste ja, wir sind hier nur in Knechtschaft. Was? Ja, wir kriegen auch kein Geld mehr. Ja. Wenn wir irgendwas verkaufen. Gibt nichts mehr, keine Kohle mehr. Gut, ich hab Schulden, da bin ich jetzt nicht traurig drum. Okay. Also ich stehe beim Händler. Ja. Aber der Anhänger nicht. Banause, siehst du den? Ich gerade blind. Der steht beim Hof. Ach so. Okay. Na gut. Okay. Ich will aber auch, dass er dann zum Hof gesetzt wird. Jo, ist leer. Okay. Sehr gut. Na gut, aber noch könnte man mit dem immerhin noch hergehen und könnte Wasser zur Brauerei fahren schon mal. Okay. Gibt's hier irgendwo einen Teich oder muss man das kaufen? Muss, glaube ich, kaufen, hinter beim Hof. Ja. Im Hof sind so Zapfdinger, ne? Die Hydranten oder was das sind. Ja. Und nichts geht über ein gutes altes Weserpilz.
Ah, das ist jetzt alles blöd, hey. Ach, nicht, Mann. Das wird schon. Oh, Mann, 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 Mann. La, 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 la. Dann können die auch das Ding so. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Sonnenblume anpflanzen. Um an Treibstoffe zu kommen, erstmal. Dass wir unser Stroh sinnvoll verwerten können. Maisgebiss habe ich schon gekauft für so eine Blume. Okay. Mal ob ich den Strom hoch einlagen kann für den Kompostmaster dann. Muss es ja Möglichkeit geben. Und anzeigt wird es ja hier. Kriege ich auf jeden Fall, ja. Bei dem Ladewagen kann ich abladen, mit dem Frontlader nicht, das ist ja auch verarscht, oder? Gut lade. Wir müssen dann auch wieder Getreide in den Seedmaster reinhauen, um das gut herstellen zu können. Du hast jetzt dir alles verkauft, gell? Ne, ich habe einen Teil von BGR Brauerei gepackt. Ja, der ist ja aber auch weg. Ja. Aber was ist denn auf Feld 8? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch gar nicht. Mal gucken. Weil der 8 ist Raps. Weil 14 ist Hafer. Also nichts zum Saatgut produzieren.
bin, dann müssen wir es halt selber kaufen. Bin nix. Gerade litscht die Rechte noch zusammengeratzt. Okay. Also ich habe jetzt 10.000 Liter in diese Brauerei gebracht. Ja. Wolltest du nicht 5.000 da und 5.000 beim Sammen? Das war beim Treibstoff, ja, aber das hat ja nicht funktioniert. Achso, stimmt. Und Kompost Master ist auch gerade Treibstoff? Ja. Achso, Wasser hast du da hingebracht? Ja. Wasser, ja. Stimmt, ja. Stimmt! Da war ja was, gell? Genau. Dann haben wir hier zwei unterschiedliche Sachen angesehen oder sind es unterschiedliche Wachstadien? Wo denn? Feld 14. Wo ist angesehen? Ja, fuck. Ich hab's eigentlich seit letztem Mal nicht abgeändert, oder es springt die Saatmaschine auf irgendeine Standardsorte zurück nach dem Neuladen. Eigentlich nicht. Also bei mir schon Feld 14 überall Hafer drauf. Okay, alles so rosa bei mir. Na ja gut, die Reifestade habe ich jetzt nicht gut gehabt, aber das ist bei mir alles rosa. Und der rosa ist Hafer. Und ich sehe jetzt auf Feld 10 mal so eine Blume an. Dann können wir einen Wagen voll Soja, würde ich sagen, auch zur Treibstofffabrik fahren, ne? Fällt nur noch die Sonnenblume dann. No. Da muss ich sagen, gar nichts mehr. Was? Ja, genau, du sagst kennst, gar nichts mehr. Kennst du nicht den neuen Mähdrescher von Tesla? Der fährt selber. Nein, geschlafen. Der Spaß. Oh Gott. Hilfe. Dort mit dem Trecker. Ich wollte parallel neben dir fahren, weil ich sonst irgendwie überhaupt nichts zu tun habe. Wir haben halt einfach noch ein bisschen wenig Maschine. Wir hätten doch das Geld aus, was noch Scrum mitnehmen soll, das ist. Tja. Und uns noch einen zweiten Meter oder sowas kaufen können. Ist ein Beat, oder? Phänomenal. Ich bin begeistert. Sag doch mal irgendwas. Was? Irgendwas. Hast du nicht noch so ein schönes Thema von der Arbeit? Haben wir so gut reden können drüber.
Oh. Ja. Karneval! Ich mache jetzt mal eine Umfrage. Wer von euch mag Karneval? Wie sie alle hier schreien. Jetzt das Problem ist, jetzt müsst ihr bedenken, mögen jetzt im Sinne von Karneval feiern gehen oder so die Art mögen vom Karneval? Okay, generell Karneval mögen und B, geht ja zu Karneval feiern und C. Also mögen tue ich Karneval tatsächlich. Also ich finde das cool, wenn sich die Leute verkleiden, weil ich finde manche Kostüme relativ cool. Auch das, obwohl ich ja immer noch der Meinung, schon immer der Meinung war, das ist eigentlich eher was für Kinder gemacht. Die Züge und so jetzt, meine ich. Feiern gehen war ich früher des Öfteren, aber das hat, ich sag mal so, seit. Wann war ich das letzte Mal Karneval feiern? Ne? Das ist bestimmt schon 10, 11 Jahre her, locker. Entschuldigung. So. Ich war noch gar nicht auf Karneval. Ja, ich auch nicht. Gibt's bei uns nicht. Sonst gibt's bloß Phrasen nicht. Ja, man muss, wie gesagt, ich mag Karneval schon an sich, also obwohl ich sagen muss, das ist ja extrem aufgebauscht, klar, ist logisch, das sind ja nur die paar Tage jetzt. Es ist zwar länger, aber die paar Tage, um die geht's ja eigentlich. Jetzt Altweiber und die ganzen Karnevalszüge halt aus dem Montag. Aber also ich muss sagen, ich kann mit dem gar nichts anfangen, weil für mich ist das alles mit Phasen nichts zu tun. Das Problem ist halt, man sieht halt auch immer mehr Leute, die eigentlich nur noch zum Alkohol vernichten auf Karnevalszüge gehen und so weiter. Und das ist. Was? Naja. Sowas gibt's? Ja. Man merkt halt, es wird teilweise auch wirklich immer mehr. Und ich muss sagen, ich bin ja früher auch viel auf Fasnet, aber soweit irgendwie. Wenn er sein Träger. Ich gehe Karneval eigentlich nur noch arbeiten. Also. Ich gehe jetzt einen anderen Umzug angucken und dann war es das auch. Ja, das wird bei mir wahrscheinlich erst wieder jetzt kommen, wenn der Kurz ein bisschen größer ist. Dass wir dann Karnevalszug dann auch hingehen und sowas. Ich sehe es halt eigentlich nur noch, wenn ich arbeite. Oh. Ups. Was ist passiert? Ja, ich bin fast aufeinander gefällt rückwärts. Ich sage, ich kann mit dem, für mich ist das alles nur politisch. Das haben wir nicht für nichts. Natürlich ist es auch zum Lachen, was die Politik treibt, aber. Hat für mich nichts mit der Phase an sich zu tun, wie ich sie eben kenne. Schwäbisch alemannische Phasen. Ja, du musst aber bedenken, du kommst nicht aus dem Rheinland, ne? Nee, es hat die Schwäbisch alemannische Phasen, mit dem, das hat für mich einfach damit gar nichts zu tun. Im Rheinland gibt's das ja schon seit Jahrhunderten sowas. Ja, das aber ist das ja ist dumm. Alles nur politisch. Politik, Politik, Politik und nochmal Politik. Ja, das kann sein. Ich befasse mich damit ja auch nicht so. Nee, aber jetzt guck doch mal allein einmal die Motivwege. Die mitfahren, das ist schon alles nur Politik. Das kann auch so. Heute nicht eingesehen. Oder guck mal in Mainz oder was. Ja, gut. Aber das ist aber. Ja, gut, man muss bedenken, das ist. Ja, meiner Meinung nach sollen sie machen. Das soll mir kacke egal sein. Eigentlich. Ja, aber für mich hat das einfach mit Fasern nichts zu tun. Wenn ich auf den Zug gehe, dann will ich da ein bisschen Spaß haben. Will dann, keine Ahnung. Ne? Feiern jetzt auch nicht auf dem Karnevalszug kann feiern, kannst du auch nicht unbedingt auf dem Karnevalszug. Also, wenn da Musik kommt oder so, dann ist ja auch in 2 Minuten wieder vorbei, weil der Wagen vorbeigefahren ist. Also, für mich gehören da einfach Masketräger dazu, für mich gehören da Hexe dazu, für mich gehören da. Ja, wie gesagt, das ist. Im Rheinland ist es so. Das ist ja, aber das wäre, ich kann mich damit nicht identifizieren.
Das ist genauso, du könntest ja genauso zum Beispiel den deutschen Karneval mit dem brasilianischen vergleichen. Das ist auch ein Unterschied, die Tag und Nacht. Ja gut, das kann ich nicht vergleichen, wenn ich viel will, und bei uns könnte sie gar nicht so rumlaufen mit dem Arsch. Ja, aber das vom Prinzip her. Ja, schon. Ist halt, ich ist ja, wie du es halt einfach ist kennst. Beides dasselbe, beides ist Karneval, nur die werden halt anders gefeiert oder anders praktiziert. Das ist so. Das ist in Deutschland, ist halt im Norden anders wie im Süden, genauso wie in der Mitte von Deutschland. Ja, das ist ja also auch im Norden gibt es das so, da gibt es einen Tag Fasching und dann das Ende. Ja genau, im Norden heißt es zum Beispiel Fasching, hier ist es Karneval. Ist ja auch okay, bloß wie gesagt, ich kann da nämlich halt einfach nichts anfangen. In Köln sagen sie Alaaf, in Düsseldorf sagen sie Hello. Ach, dazu gehört gar nicht zusammen? Okay. Nee. Oh, da, du musst ja vorsichtig sein. Entschuldigung! Ich hab schon Hello und Alaaf gesagt, sowas. Du bist ganz schön böse angeguckt. Ach Gott. Ja, das ist Köln und Düsseldorf. Köln und Düsseldorf, die haben eine Hassliebe, die beiden Städte. Das ungefähr zwar zu bezweifeln, dass es sowieso jemals da sein wird, du wirst langsamer. Ich weiß auch nicht, warum meine Tasse das hat geklemmt. Also. Wie gesagt, ich war zu bezweifeln, dass ich jemals in diese zwei Städte kommen werde, weil ich weiß nicht, ich sehe keinen Grund da jetzt, aber. Ne? Ach, man soll es ja nie ausschließen. Ja, ich weiß, aber. Wenn du mal irgendwann auf Gamescom bist, dann bist du in Köln. Wenn ich mal 500.000 Abonnenten habe, ja. Ja. Ach, okay. Ich war öfter schon auf Gamescom, also. Das ist, ja, sicher. Da hat es mir zu viel leid. Das ist, wenn du das so siehst, das alles Druck und Eindruckerin, Eischieberei und. Das ist doch nichts Schönes. Ja, ich muss auch sagen, die Tage, wo ich auf Gamescom meistens war, da bin ich nie in die Hallen reingegangen, wo zur Folge. Das siehst du ja schon von draußen eigentlich. Ja, Leute, die Vorstellung schon, dass ich da hin muss. Müssen du und tust ja sowieso. Nee, nicht. Aber die Vorstellung, ich müsste jetzt dahin, so sage ich. Nö, ach. Das kriege ich schon die lange Panik. Raffner, ja, okay, ich habe übrigens noch eine andere Nachricht. Wir sind bei fast 30 Minuten. Oh, ja, sehe ich auch gerade. Ja, da würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt bei den beiden vorbei. Links wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.